Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde und Parteifreunde, ich habe gestern in meiner Rede auf dem Landesparteitag schon dargelegt, wofür wir und womit wir in diesen Landtagswahlkampf ziehen wollen und ziehen werden. Wir haben das gestern in einer umfangreichen programmatischen Debatte auch bis ins Detail hinein programmatisch unterlegt. Ich möchte Ihnen in aller Kürze auch meine Motivation noch mal darlegen, warum ich hier für den Platz 1 kandidiere und warum ich diese Partei, die FDP Niedersachsen, hier in den Landtagswahlkampf führen möchte. Meine Damen und Herren, ich kandidiere aus einer tiefen liberalen Überzeugung, die sich dadurch insbesondere auszeichnet, dass ich und dass wir den Menschen etwas zutrauen. Dass wir eben den Menschen bei allen Politikfeldern immer in den Mittelpunkt stellen und nicht eben irgendwelche anonymen Systeme, sei es Verwaltung, sei es auch politische Systeme oder sei es staatliche Systeme. Wir setzen auf die Eigenverantwortung der Menschen und wir trauen ihnen eben etwas zu. Und aus dieser Eigenverantwortung entsteht halt auch Dynamik, entsteht wirtschaftliche Betätigung und entsteht durch diese Kreativität eben das, was eine Gesellschaft am Ende ausmacht. Und diesen Freiraum, und diese Freiräume gilt es immer wieder sozusagen neu zu schaffen und neu zu verteidigen vor den Versuchen auch anderer politischen Parteien, SPD, Grüne, aber auch CDU, gilt es immer wieder sozusagen diese Freiraum vor den Zugriff dieser politischen Parteien zu verteidigen. Und die FDP ist und bleibt dann die Partei der Freiheit, die eben dafür sorgt, dass diese Freiräume erhalten bleiben und eben sich diese Eigendynamik, diese Eigenverantwortung auch tatsächlich entfalten kann. Und der zentrale Satz für mich ist eigentlich bei allen politischen Entscheidungen, die immer wieder sozusagen auf der Tagesordnung stehen, dass es nie der Bürger ist, der sich rechtfertigen muss, wenn er fragt, warum gibt es hier eigentlich eine staatliche Regelung, warum gibt es hier eigentlich eine Steuer, sondern dass es jeweils immer der Staat ist und die Politik ist, die rechtfertigen muss, warum hier ein Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger passiert. Und dafür stehen wir als Liberale und dafür möchte ich mich auch in diesem Wahlkampf einsetzen. Und ich möchte antreten mit einer unideologischen Politik. Eine Politik, die die Probleme, die ganz konkret in Niedersachsen auf der Tagesordnung stehen, pragmatisch angeht, die auf die Menschen zugeht. Ich will vor Ort präsent sein, ich will mit den Menschen die Gespräche führen und ich will dann eben gemeinsam mit den Beteiligten vor Ort Lösungen suchen und das gelingt immer besser. Wir sind eben präsent vor Ort in Niedersachsen und das möchte ich auch künftig fortsetzen. Das Ganze aber natürlich gegründet auf einem liberalen Koordinatensystem. Pragmatisch heißt nicht beliebig. Pragmatisch heißt im liberalen Koordinatensystem ausgehend von dem zentralen Begriff der Freiheit eben hier solche Lösungen jeweils zu finden, die dem Gedanken der Eigenverantwortung gerecht werden. Ausgehend von diesen grundsätzlichen Überlegungen, meine Damen und Herren, geht es mir eben um diese vielen drei zentralen Punkte, die wir gestern auch in der programmatischen Debatte im Zentrum stehen hatten. Da geht es darum, dass wir eine solide Haushalts- und Finanzpolitik sicherstellen, dass wir zu einer konsequenten Schuldenabbaupolitik kommen, dass wir zur Nullverschuldung kommen und dass es eben ab 2016 tatsächlich gelingt, runterzukommen von den Schuldenbergen. Und es geht darum, in der Bildungspolitik eben Vielfalt statt Einfalt sicherzustellen. Hier sind andere Parteien und insbesondere die SPD auf dem Weg, eben zur Einheitsschule zu kommen. Und da müssen wir eben im Widerstand leisten und dem entgegenstehen. Und es geht mir um eine Politik für den ländlichen Raum. Wenn wir einen Spitzenkandidaten der SPD aus einer Landeshauptstadt haben, wenn wir uns die programmatischen Ausrichtungen angucken, anderer Parteien, dann ist es umso wichtiger, eben gerade die Entwicklung im ländlichen Raum in das Zentrum der Politik zu stellen, sei es in der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik, in der Wirtschaftspolitik, aber eben auch in der Energiepolitik, in der Landwirtschaftspolitik. All das sind Fragen, da ist der ländliche Raum in besonderem Maße gefordert und da sind wir eben diejenigen, die vor Ort sind, mit den Menschen reden und die Probleme kennen und Lösungen erarbeiten. Und es geht mir darum, eine Wirtschaftspolitik fortzusetzen,
wie wir sie in Niedersachsen seit 2003 machen, die insbesondere auf den Mittelstand setzt. Eben auf diejenigen, die auch aus diesem liberalen Grundgedanken der Eigenverantwortung ja für sich und andere Verantwortung übernehmen. Sie schaffen Arbeitsplätze. Sie kümmern sich sozusagen selbst und ständig darum, dass der Laden läuft und sind da auch dann in der Verantwortung. Und für diese Menschen müssen wir eben die nötigen Freiräume schaffen und sie insbesondere von bürokratischen Hürden freihalten, damit auch sie ihre Kraft entfalten können. Und ich will eine Umweltpolitik natürlich auch weiter mit den Menschen machen, auf sie zugehen, die Probleme ernst nehmen und gemeinsam Lösungen suchen und eben nicht, wie die Grünen das machen, staatsdirigistisch von oben draufhauen und zu sagen, so machen wir das, wir wissen alles besser. So werden wir nicht Politik machen und so wird man auch die Menschen nicht mitnehmen. Und es geht darum, konkret in der Energiepolitik dafür zu sorgen, dass die Energiepreise auch tatsächlich bezahlbar bleiben. Dass es gelingt, die Energiewende zu realisieren, aber eben zu verhältnismäßigen Kosten. Denn wenn das nicht gelingt, dann wird die Energiewende nicht gelingen. Und das können wir im Hinblick auf unseren Wohlstand uns in Deutschland und im Zentrum Europas nicht erlauben. Meine Damen und Herren, mit diesen wenigen Punkten möchte ich es hier bei der Vorstellung zunächst belassen. Mein Name ist Stefan Birkner, das wissen Sie. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, komme aus Garbsen, das ist ein Vorort von Hannover und bin dort in einem Dorf namens Osterwald auch mehrere Jahre stellvertretender Ortsbürgermeister gewesen und in Garbsen in der Kommunalpolitik aktiv gewesen. Und bevor ich hier politisch als Minister jetzt tätig bin, war ich zuletzt sozusagen im außerpolitischen Beruf tätig als Richter und Staatsanwalt, zuletzt als Strafrichter am Amtsgericht Neustadt am Rübenberge, was mir auch immer viel Freude gemacht hat und was auch den Blick für die ein oder andere Sache schärft und auch die gesellschaftlichen Realitäten einem immer mal wieder ins Bewusstsein gerückt hat. Ich würde mich recht herzlich freuen, wenn Sie mich unterstützen bei dem Wahlkampf, den wir vor uns haben, wenn Sie mir hier heute Ihre Stimme geben könnten und geben würden, damit wir dann kraftvoll gemeinsam am 20. Januar ab 18 Uhr feiern können, dass wir mit einem hervorragenden Ergebnis wieder in den Niedersächsischen Landtag eingezogen sind und die Regierungsarbeit fortsetzen können. Herzlichen Dank.